Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tasting Video auf meinem Kanal. Ich bin Euse Violet und ich freue mich, dass du bei mir reinschaust. Und heute habe ich einen Highlander bei mir im Glas. Genau genommen einen Ben Nevis. Von denen hatte ich schon mal einen Whisky bei mir auf dem Kanal vorgestellt, den Cora Lee. Deswegen will ich mich auch mit den Infos zur Brennerei ein bisschen zurückhalten. Also wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, schaut gerne in das andere Video rein. Ansonsten, Ben Nevis ist eine doch schon etabliertere, ältere Brennerei, 1825 gegründet, liegt in den westlichen Highlands und am Fuße des gleichnamigen Berges Ben Nevis. Ja, wurde in der ganzen Geschichte mehrfach geschlossen, eröffnet, verkauft und gekauft und war eine der ersten Brennereien, die Malt Whisky und Grain Whisky gleichzeitig produziert haben. Ja, ansonsten habe ich hier keine Brennereiabfüllung, sondern ich habe wieder eine unabhängige Abfüllung von Signatory Vintage. Kennt man, denke ich schon, wenn man sich mit der Materie Whisky ein bisschen beschäftigt, ist ein sehr etablierter, schon größerer, unabhängiger Abfüller, der eigentlich alle möglichen großen Namen im Sortiment hat, eine gute Fassauswahl hat und hier mit der Anschill Filtret Serie, oder sagt man da Serie? Auf jeden Fall mit dieser Anschill Filtret, ich nenne es jetzt mal Serie. Signature Vintage hat ja für alle Preisklassen was auf Lager und was im Sortiment. Das ist die etwas bezahlbarere und ich habe sie ja wieder als Sample. Ja, was ist das jetzt aber für ein Whisky? Ja, das ist ein Ben Nevis aus den Highlands. 46% hat das Zeug auf dem Kessel, ist nicht gefärbt, nicht gefiltert. Übrigens alles aus der Signature Vintage Anschill Filtret Serie ist nicht gefiltert und auch nicht gefärbt. Wurde allerdings mit ein bisschen mehr Alkohol, also mit 46% so durchschnittlich hier abgefüllt. Tut auch der etwas bei der Nichtfilterung der Trübung ganz gut. Und ja, der ist 8 Jahre alt, von 2014 bis 2023 durfte er ruhen. Ich gucke mal drauf, nicht, dass ich mich hier wieder verhaue mit den Zahlen, das mache ich manchmal ganz gerne. Nein, 2014, 2023, wie gesagt, 8 Jahre alt und er durfte reifen in Second Fill Oloroso Sherry Butts mit der Nummer 260 und 262. Ja, so viel, so gut. Würde ich sagen, widmen wir uns heute auch schon mal direkt dem Whisky. Heute alles sehr schnell, habe ich das Gefühl. Aber ich freue mich auch schon auf den. Wie gesagt, der ist nicht gefärbt, hat für die 8 Jahre ein bisschen was mitbekommen, ist doch schon etwas heller, muss ich sagen, also ein bisschen heller geblieben. Aber ja, Second Fill Oloroso Fässer, ja, da kam jetzt nicht allzu viel mit. Aber macht nichts. Wie gesagt, ich persönlich sehe sowieso nicht so gut, sage ich bei jedem Video wieder. Und ja, will da auch nicht so viel auf die Farbe eingehen. Würde ich sagen, schauen wir mal, was er an der Nase alles zu bieten hat. Und hier ist eine ganze Menge wieder am Glas. Der hat eine kräftige, kräftige Nase. Ich habe hier ganz besonders so süße Rosinen, so ganz süße, dunkle, matschige Rosinen. Und dazu noch irgendwas Fruchtiges. Der wirkt im ersten Moment erstmal sehr dunkel. Ist übrigens nicht rauchig. Hat aber noch unterschwellig zu diesen dunklen, süßen, trockenen Rosinennoten. Hat hier auf jeden Fall noch was Frisches drin. Ich habe hier so Mango drin. So getrocknete Mango. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Das mögen ja viele überhaupt nicht. Ich finde ja das Zeug total geil. Diese getrockneten Mangostreifen in den Tüten finde ich total mega. Und ein bisschen erinnert es mich daran. Vielleicht noch eine leicht Orange. Also cremig, süß, samtig. Aber stark, also wirklich stark. Die 46%, man merkt in der Nase, da ist ein bisschen mehr auf dem Kessel. Also der hat schon ein paar mehr Prozente, das merkt man. Es ist nicht schlecht eingebunden, aber doch, der Alkohol, der ist deutlich spürbar. Ansonsten, ja, die Fruchtigkeit ist da, aber alles in allem ein sehr, sehr, sehr süßer Charakter.
habe noch so eine Chutney-Note irgendwie, so eine getrocknete Mangos, Schrägstrich, so Mango-Chutney. Also diese cremige, schwere, dunkle Süße hängt hier wirklich sehr krass im Glas. Das ist für mich schon fast so eine Art entweder Winter, Herbst, Winter oder aber wenn man jetzt irgendwie so dunkle Soßen hat, irgendwie so ein schweres Gericht mit dunklen Soßen. Da stelle ich mir den gut vor. Und gleichzeitig diese etwas sommerlicheren, exotischeren Fruchtnoten. Das ist eine schöne Ergänzung. Der Alkohol verfliegt langsam, die Nase hat sich dran gewöhnt. An der Nase doch schon heftig, muss ich doch sagen, heftig, ja. Also der Alkohol. Und jetzt kommt noch so eine Eichenwürze durch. So eine herbe etwas. Ja, doch so eine herbe Note auf jeden Fall. Und leichte Gewürze. So ein bisschen wie, wenn man bei Oma in den alten Gewürzschrank reinriecht. Wenn man das aufmacht und so Jahrzehnte von allen möglichen unterschiedlichen Gewürzen schon da drinnen so ihr Aroma verdünstet haben. Das so als dieses Gesamtaroma, das habe ich ja noch mit so drüber liegen. Und trockenes Holz. Ja, in der Nase schön kräftig, stark, fruchtig, dunkel. Gucken wir mal, was auf der Zunge zu bieten hat. Cheers! Also, auf der Zunge wirkt er definitiv nicht so schwer wie in der Nase. Der Druck ist da, die 46% geben mächtig Druck auf die Zunge. Das ist schon kein Leichtgewicht, das muss man dazu sagen. Er hat auch schwere Noten mit drin, wirkt jetzt aber nicht ganz so dunkel, nicht ganz so krass cremig wie in der Nase. Was ich jetzt hier habe, ist eine Kirsche. Also Kirschmarmelade, Kirschkompott, irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine Kirsche. Dann habe ich noch so Walnüsse, aber irgendwie, kennt ihr das so? Sind die glasiert oder ich weiß gar nicht, wenn man manchmal so Creme Brûlée oder so Pudding oder irgendwas hat, wo dann oben so eine Schicht noch drüber ist und so ein paar Walnussstreusel drüber, so ein bisschen, ja doch, so karamellisiert. Sowas habe ich ja noch mit drin. Oder so kleine Kekse, wo dann so Walnüsse noch so oben drauf sind. Eine Cranberry-Note habe ich hier, aber eher so. Ah, ich weiß auch nicht, keine Cranberry-Marmelade, sondern schon so frisch, aber ohne diese krasse Bitterkeit und Trockenheit. Cranberry ist hier drin. Jetzt habe ich noch so eine leichte Rosinennote. Das, was in der Nase so extrem schwer war, ist jetzt wirklich sehr, sehr leicht. Und so einen roten Traubensaft. Genau, so rote Trauben, aber nicht irgendwie so weinartig oder irgend sowas, sondern wirklich Traubensaft. Wirkt trotzdem alles in allem nicht so schwer, aber trotzdem so ein bisschen samtig auf der Zunge. Die 46% sind gut eingebunden, aber die geben wirklich mächtig Bums. Jetzt in der Nase. Wirkt ein bisschen runder nach dem ersten Sip, so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgerundeter, schöner. Ausgeglichener. Ich glaube, da musste sich auch erstmal so ein bisschen so der Organismus dran gewöhnen. Und vom Abgang her, also relativ kurz, muss ich sagen, die Nussigkeit schwingt mit. Jetzt habe ich noch so eine ganz leichte Walnuss, aber eher jetzt so wirklich so trocken geknackt, also so frisch geknackt, rausgeholt und genascht. So eine Walnuss schwingt da noch bei mir mit. Und so eine ganz leichte, ganz super, super leichte Kaffeenote. So ganz dünner, leichter Kaffee mit viel Milch. Ja. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr, sehr kräftig. Insgesamt. Abgesehen vom Abgang, der ist wirklich recht kurz. Tja, wo liegt man hier preislich? Preislich liegen wir hier so ungefähr bei 50 Euro. Ja, man kann schon sagen, so ein Durchschnittspreis bei dieser Anschiff-Filtwood-Serie von Signatory. Also aktuell kriegt man den schon so für 48 Euro x, 49 Euro x. Ich runde das jetzt mal auf 50 Euro auf die große Flasche.
Ja, finde ich von 8-Jährigen mittlerweile so in der Kategorie ganz gut. Durchschnittspreis einfach. Ob man es gut findet oder nicht, sei dahingestellt, aber Durchschnittspreis. Ja. Ist es denn uns aber eine Empfehlung? Ich würde sagen, für die 50 Euro kriegt man einen guten, schönen Whisky. Ich kann den schon empfehlen, wenn man etwas Schwereres, Dunkleres sucht, also schon so ein bisschen was Cremigeres sucht. Es ist in meinen Augen jetzt nicht unbedingt ein Sommerwhisky. Wir haben jetzt hier aktuell über 30 Grad die letzten Tage gehabt. Also es ist schon sehr, sehr, sehr warm. Ja, aber wie gesagt, für mich persönlich jetzt aber grundsätzlich kein Sommerwhisky. Eher würde ich das jetzt so in den Herbst oder in den Winter reinschieben. Man bekommt einen Whisky, der wirklich sehr, sehr, sehr viel Bums hat. Die 46% gegen mächtig Dampf mit. Die Aromen sind sehr stark, sehr ausgeprägt, finde ich persönlich. Aber gut gemacht. Also ist jetzt nicht irgendwie schlecht gemacht oder so. Das will ich jetzt damit nicht sagen. Es wirkt alles in allem ein bisschen schwerer. Ja. Wenn man das sucht, wenn man jetzt wirklich ein bisschen einen kräftigeren, dunkleren Whisky sucht, ist man hier gut beraten. Die 50 Euro sind hier gut investiert. Man bekommt einen guten Whisky, der auch ein bisschen Dampf drauf hat, den man auch gut trinken kann. Der hat jetzt aber auch nicht irgendwelche Ecken oder Kanten. Ich würde ihn jetzt aber auch nicht in die Kategorie so super easy drinking Whisky reinschieben. Also ist jetzt keiner, den man einfach mal so, da ist natürlich jeder anders gestrickt, aber den man jetzt einfach mal so nebenher so zum Fernseher ein großes Glas sich gönnt. Also ja, da sind aber die Geschmäcker und auch die, ja, die Trinkgewohnheiten verschieden. Ich persönlich muss sagen, wenn er sowas sucht, greift zu, für den Preis macht man nicht viel falsch. Die Angel Filtered Serie, ja, die ist im Großen und Ganzen eigentlich auch was, wo man sagen kann, liegt man jetzt nicht falsch, ist Geschmackssache, aber schlechtes Zeug hat man da jetzt nicht unbedingt. Auch hier nicht. Greift zu, wenn ihr das mal habt. Ich lasse mir den jetzt auf jeden Fall noch schmecken. Und ja, wir jetzt mal gucken, dass ich noch durch die Wärme hier komme. Jetzt wird erstmal richtig hier durchgelüftet und Durchzug gemacht. Morgen soll es wieder brechend heiß werden. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr kommt gut durch die Wärme und auch gut, je nachdem, wo ihr wohnt, durch die sehr, sehr nassen Momente, die ja auch teilweise nicht sehr schön sind. Passt auf jeden Fall wirklich auf euch auf. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal ein Abo dalasst, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Wenn ihr es gemacht habt, vielen lieben Dank, aber fühlt euch auch nicht gedrängt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Der nächste Whisky steht schon bereit. Ich freue mich schon, euch den nächsten wieder vorzustellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch den kurz vorstellen. Und ansonsten kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf und schmecken lassen. Auf euch. Cheers.